Vollkornmehl gegen Weißmehl. Es gibt so viele Irrtümer und Mythen zwischen Vollkornmehl und Weißmehl. Was ist gesünder? Hat Vollkornmehl wirklich weniger Kalorien als Weißmehl oder umgedreht? Und was ist zu empfehlen? Es gibt wirklich viel zu beachten und deswegen schau dieses Video, damit du genau weißt und mitreden kannst, was ist Weißmehl, was ist Vollkornmehl, was solltest du verwenden, wann solltest du was verwenden. Also fangen wir an. Vollkornmehl hat grundsätzlich mehr Kalorien als Weißmehl. Das bedeutet aber nicht, dass du lieber Weißmehl nehmen solltest anstatt Vollkornmehl, sondern wenn du dir es genau anguckst, wie dann dein Insulinspiegel darauf reagiert und wann du wieder Hunger bekommst und wie es dann mit Heißhunger ist, dann wird dir klar, warum du das bisschen mehr an Kalorien für Vollkornmehl investieren solltest und nicht Weißmehl. Also, wenn du das dir einfach mal so anschaust, Weißmehl geht der Insulinspiegel schnell hoch, dein Dopamin und Serotonin gehen auch hoch, aber es fällt unglaublich schnell wieder ab und dein Gehirn entdeckt sich, oh, Mangel, ich muss jetzt wieder was zuführen. Das heißt, du kommst viel schneller wieder in ein Hungergefühl. Und beim Vollkornmehl ist es so, dass dein Insulinspiegel langsam ansteigt und konstant sich hält und dein Sättigungsgefühl viel, viel länger anhält. Deswegen, wenn du lange satt sein möchtest, dann nehme Vollkornmehl. Vollkornmehl ist wesentlich ballaststoffreicher, weil es aus den kompletten drei Komponenten des Korns entsteht. Weißmehl hat sozusagen die Außenhülle nicht mehr und den Keim nicht mehr, wo diese ganzen Vitalstoffe drin sind, wo diese ganzen Nährstoffe drin sind, die für deinen Körper wichtig sind, die für dein Gehirn wichtig sind. Und deswegen hast du auch eine Typografie von dem Mehl. Das heißt, Weißmehl hast du meistens Typ 405. Und das ist der Anhaltspunkt, wie viel Nährstoffe, wie viel Vitalstoffe, wie viel Stoffe da drin sind, die gut für dich sind. Und je höher die Zahl, desto besser für dich. Deswegen nehme hohe Zahlen von Mehl. Ja, warum mache ich dieses Video? Wir haben jetzt im Moment Weihnachtszeit und sehr viel wird gebacken. Und viele fragen mich, also Vollkornmehl kann man zum Backen doch kaum verwenden, das schmeckt doch gar nicht. Und ich würde sagen, es ist eine Gewöhnungssache, aber ich gebe dir einfach mal gesunde Alternativen für das Weißmehl 405. Das sind zum einen das Reismehl, es gibt Mandelmehl, das Buchweizenmehl und das Amaranthmehl. Das ist im Endeffekt das Amaranthmehl mit sehr hohem Eiweißgehalt und du kannst bei den ganzen vier Mehlsorten, die ich dir gerade genannt habe, wirklich relativ gute und sehr, sehr schmackhafte Plätzchen und Kuchen backen. Wenn du es mehr deftiger magst, also so Pizza, dann ist Kichererbsenmehl oder Sojamehl wirklich eine Alternative für dich. Also du siehst, wenn man sich damit befasst, kannst du Weißmehl eigentlich mehr in die Schublade stellen und das Vollkornmehl nach vorne holen. Aber warum ist es auch so wichtig, darüber zu wissen, dass Vollkorn nicht immer dunkles Brot ist? Weil die meisten Brotsorten, wir haben 3000 Brotsorten auf ganz verschiedene Art und Weise in Deutschland zubereitet und leider sind 85% Bestandteil Weißmehl und nicht Vollkorn. Das heißt, in Deutschland sind 85% der Brote Weißmehl getränkt. Und wenn du weißt, es ist ein Weißmehl, dieses Problem macht, dass man im Endeffekt eigentlich dick um die Taille wird und das Vollkorn dir helfen könnte, wäre es doch super zu erkennen, wo ist wirklich Vollkorn drin. Und dadurch, dass in vielen Brotsorten dieser Malzzucker drin ist, der das Brot dunkel macht, kann Weißbrot oder Schwarzbrot dann auch wirklich auch trotzdem ungesund sein. Und deswegen achte darauf, dass wirklich das volle Korn drin ist, also Vollkorn. Und da ist es dann egal, welche Brotsorte du nimmst, ob du Roggen nimmst, ob du Dinkel nimmst, ob du Weizen nimmst. Das ist dann egal, Hauptsache du nimmst es aus dem vollen Korn, weil dadurch dein Darm, deine ganzen Entzündungsparameter und dein Gehirn optimal versorgt sind. Also, wenn du noch mehr wissen willst zum Thema Vollkorn, Weißmehl oder andere Mehlsorten, dann schreibe mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Es gibt da wirklich noch spannende Details. Oder abonniere meinen Kanal und frag mich nochmal persönlich an. Ich freue mich, von dir zu hören.
Mach's gut, dein Frank.